Geschlossen werden, dazu hat er nichts gesagt, er hat sich wirklich um die Antwort gedrückt. Dann habe ich in der Mittagspause seine Public Relations Chefin getroffen und habe gesagt, ihr Chef hat ja dazu gar nichts gesagt, keine neuen Tagebauer ohne CS, wie sieht es denn nun aus mit ihrem Schmalde Nord? Und dann sagte sie, das sind doch alles gar keine neuen Tagebauer, das ist doch nur die Fortführung der alten. Das finde ich sehr interessant, weil Wels und Süd, Teilfeld 2 ist das ja schon seit längerem die Argumentation, dass diese Argumentation jetzt auch bei Jens Schmalde Nord zur Anwendung kommt. Das heißt, sie wollen eigentlich überhaupt nicht. Ne? Sondern dieses ganze CCS, das ist auch wirklich eine für die Bevölkerung und für ein paar Politiker, dass man sie ein bisschen dumm verkaufen kann, dass die das Gefühl haben, jawohl, wir machen hier irgendwas für den Umwelt- und für den Klimaschutz. Tatsächlich werden aber diese beiden Tagebauer, da bin ich 100% sicher, ohne irgendeine rechtsverbindliche Erklärung von Vattenfall erschlossen werden. Vielen Dank.